Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Industry hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, jetzt ist die Verteidigung wieder voll am Arbeiten und mittlerweile schafft sie es auch vorne, kontinuierlich erstmal die Feinde fernzuhalten. Wir haben noch ein bisschen Spalier aufgebaut hier hinten. Das heißt also, wenn sie denn noch weiter durchwandern wollen, können sie gerne versuchen, aber es gibt hier durchaus Möglichkeiten. Irgendeine Stromleitung bei dir ist schon wieder gekappt. Kann das sein? Ja, ganz vorne. Irgendein Netz ist da schon wieder. Aber kaputt. Ich habe kein Silizium. Um sie wieder komplett aufzubauen. So. Müsste Silizium da gewesen sein? Nein. Na, ganz kurz müsste das aber da gewesen sein. Was kostet der? Der kostet Reparateur. Machen wir erstmal das kleine Reparateure hier dazwischen. So, die ein bisschen was machen hier. Nicht weiter schlimm. So, ein bisschen was repariert. Ich höre mal aufzubauen. Dann kommt bitte ein bisschen mehr Silizium nach. So. Hier ist ein Förderband kaputt. So. So, du wolltest Kupfer nachbringen, hast du gesagt noch? Da vorne hin? Geht das? Ja, könnte mir den Stromknotenpunkt austauschen. Dann müsstest du da hinkommen. Momentan 400k sind da, okay, also müssen wir auch ein bisschen nachlegen. Warum schießt du nicht hinüber? Ah, jetzt. Ich werde den Knotenpunkt einmal ganz kurz rausnehmen. Zwei kleine bauen dafür. Die mit verbunden sind. Achso, den kann ich da nicht. Darf ich auch nicht da hinstellen? Den muss ich da hinstellen. Hier. Das ist auch nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Bauen, oder? Ja, das ist Problem hier. Problem ist der Kloppo hier, der wieso? Ja, weil der auslädt sonst in die. Nee. Doch. Das Förderband hat sich damit connected. Okay. Ich nicht. Mach's ich halt. Jetzt, ich 50 Silizium in der Tasche? Das geht dann, ne? Bring ich immer zum Kern. Wir haben das nicht zum Kern gebracht, wo ich die Uffiladen habe. Doch, da war dann mit mal Krieg, ne? Ich bleib schon die ganze Weile mit mir rum. So. Wir machen nicht so viel Schaden, diese Parallax. Anständige Türme. Strom gekappt. Ja, die Dudes, die hier drüber fliegen. Ist das jetzt abgerissen da? Weiß ich nicht, wer mir da den abgerissen hat. Ich? Aber ich weiß nicht warum. Ja. Also ich habe meinen Strang hier, dann brauchst du wieder hin. Kannst du? Ich suche ihn. Kann ihn natürlich auch ein Stück runtersetzen. So weniger im Weg. Ja, das ist jetzt glaube ich auch schon egal. Ja.
Irgendwer hat oben die Stromleitung gekappt. Ja, die wurde zerstört. Ja, die muss zerstört worden sein, ja. Ja, was kann man denn da bauen, damit die... Ja, am besten die aus Blei. Ja, aber Blei ist genau das, was wir jetzt ja gerade am meisten haben. Was auch gut geht, sind die Zünder, glaube ich. Die brauchen aber Titan oder Thorium. Aber ihr habt da eh Thorium. Wir brauchen noch mehr Energie, sehe ich gerade. Wir brauchen noch mehr Energie. Nehmen wir noch ein paar rein von den Dingen hier. Ja. Dass wir in Friedenszeiten schneller die Batterien voll kriegen. Ich gedacht, dass dieser Sektor sich so hartnäckig ist hier. Ja. Auch nicht. So, Silizium habe ich wieder alle gemacht. Die sind auch auf Lufteinheiten, ne? Ja. Wer hat die Zünder? Oder? Ne, diese kleinen Dinger, was ist das hier? So, ja. Ah, da würde ich aber lieber die großen bauen, die Salven. Ja, die stelle ich dann auf die andere Seite, dass sie halt kombiniert. Parallax da drüben ist ein Blödsinn, weil der zieht quasi die Einheiten hinüber. Haben wir hier mal nicht alles besprochen? Pass den mal ab. Ah, da ist wieder Strom gebrochen. Meinst du mit, es wurde nicht alles bestromt? Hier, die ganzen Elektrodinger waren nicht bestromt. Ah. Was denn zu anderen Merkwürdigkeiten führte? Aber jetzt, dadurch, dass wir die Kryoflüssigkeit haben, kommen sie nicht mehr weit. Hm. Beruhigend. Oh, ich gehe mal wieder Silizium. Jetzt kommt jetzt Titan. Wo kommt jetzt Titan? Da ist das Titanerband. Welle hier. Noch mehr Titan. Wer will Titan? Wer ist ein Titan? Oliver Kahn ist der Titan. Nicht? Gut. Okay. Können wir schon Laserbohrer bauen? Ja, klar. Okay, wenn wir Silizium haben, können wir es bauen, okay. Hier willst du einen Laserbohrer drauf haben? Jo. Also? Mittig drauf? Na ja, dann nehmen wir was. Ja, na, weil unten und oben Leitungen sind. Ja, die kann man ja umlegen. Also jetzt nicht menschlich, aber... Du hast da Titan drauf. Ja, das wüsste ich auch gern. Wo Titan eingemogelt hier. Ein Mogli! Ein Titan-Mogli war da unterwegs. Kennt ihr Mogli eigentlich aus dem Dschungelbuch? Ja. Ja. Ah ja, okay. So, Metaglas haben wir jetzt hier noch, ne? Kann man das auch machen? Kann man das auch irgendeinem am Kopf schmeißen, Metaglas? Ah, da ist auch wieder Titan. Ja, es gibt irgendeinen Werfer, der das kann. Auch Titan. Ich glaube, ich auch die Salve können. Oder, nein, die Luftabwehr kann es verschießen.
ab hier. Hey, mach hier doch nicht unsere Welt kaputt. Willst du sterben? Ist ja nicht sowas. Ich will ja einfach nicht sterben. Hier. Sau, sag ich denn hier. Gerade sehr viel Strom aus unseren Solarpanels zu erzeugen. Gerade helllichter Tag. Ganz Silizium. Ja, das Silizium verbrauche ich immer für meine Solarpanels halt, ne? So. Ah, und ich für Türme. Naja. Ah, Blödsinn, der braucht gar nicht. Der braucht gar kein Silizium. Der braucht kein Silizium. Bin da. Das hat der so schlink klingt wie so eine hässliche Schrotflinte, ne? Ich wollte eigentlich nur meinen Auftrag löschen. Jetzt müsste man diese Flug-Anzieh-Dinger eigentlich hinter den Zündern stellen, ne? Ja. Beim... Hat ein bisschen was beim ersten Dings zerfetzt. Da oben auch. Wer hat zerfetzt? Alles hat's zerfetzt. Oh Gott. Wer ist das denn hier? Das bin ich. Fetz, fetz. Warum hab ich denn schon wieder Titan in der Tasche? Das steckt mir doch einer zu. So. Gut, alles klar. Dann kann ich noch ein bisschen Silizium verbauen. Ja, alles für den Strom, alles für den Dackel, alles für den Club. Aber irgendwo schon wieder eine Batterie kaputt gegangen oder nee? Irgendeiner hat kleine Batterien gebaut. Hat irgendeiner kleine Batterien gebaut? Die Stromkapazität ist nämlich gestiegen. Ich hab okay. Nur da das repariert, was kaputt war. Ach, da könnte sein. Vielleicht waren da ja welche bei. Auf. Bug? Unfug? Ja, da kommt eine große Welle. Wir sind aber nur 8 Gegner verbleibend. Ja, aber ist ziemlich viel kaputt. Wieder? Wir haben doch schon überall Reparaturhainis hingestellt. Eieieiei. Ja, die sind kaputt gegangen. Irgendwie geschwind hat hier denn. So. Die kommen mit Schild an jetzt. Die haben selber Schilde. Ja. Ja, das ist doch ein Unfug.
tot. Gut, dann können wir jetzt hier wieder bauen. Eieieiei. Das Schild jetzt hier erstmal wieder. Und hier noch einer da. Eine Leitung kaputt. Kommt da Kryoflüssigkeit rein? Na, jetzt hat's mich wieder erlegt. Verteiler. Jetzt hier den Elektroton rausgehauen. Wollen wir durch Elektroton ersetzen da erstmal schnell. So, ja, Strom. Okay, der hat Strom, das hat Strom. So, dann brauchen wir jetzt mal ein paar Körbänder wieder. Die Sache da erstmal wieder ranbringen. Die Verteilerkisten, so. Gut, hier fehlt noch ein Bohrer. Bohrer, Bohrer! So. Das ist dieser Kraftfeldprojektor, ne? Ui. Ja, die machen da ordentlich Rabatz. Es hat die Kryoflüssigkeitproduktion zu total zerfetzt. Ja, warum ist das gerade ganz anders? Das zahlt sich auch nicht mehr aus, sie aufzubauen. Das ist natürlich massiv hier, die Angriffe, die hier gefahren werden vom Gegner. Wo ist denn dieser Schildprojektor drin? Unter, links unter der Kategorie Kraftfeldprojektor. Launchpad, Tresor. Hier noch einen reinsetzen. Machen wir das hier erstmal alles nicht mehr. Die müssen wir nicht mehr mit dem Material versorgen, die müssen wir mit Strom versorgen. Unterwegs. Null.
Ja, die Reparatureinheiten reparieren gerade Sachen, absichtlich weggebaut habe schon. Weg damit. Nein, Thomas, was baust du da ab? Ich baue nichts. Doch, du hast den abgebaut. Du hast gesagt, die bauen irgendwas auf, was... Ja, links. Und die ganzen Röhren. So, Problem ist, dass wir jetzt absolut zu wenig Strom haben im System. Jetzt wird unsere Verteidigung gerade überhaupt nicht funktionieren können. Jetzt wird's schwer für unsere Verteidigung. Also ich weiß nicht, was jetzt gerade hier so viel Strom nimmt, also welche Anlagen gebaut wurden, die gerade Unmengen an Strom kosten, Energie aufnehmen. Kann ich den Zauberer erstmal ab. Damit der ganze Strom für die Verteidigung erstmal da ist. Schon ein bisschen Strom haben. Haben wir Wasser da? Ja, mach deine, ich habe deine Truppeneinheit erstmal weggehauen, ne? Also ja. Die habe ich vom Strom abgeklemmt. Aber wir sind trotz. Der hat jetzt keinen Strom mehr da hinten. Ja. Wir sind trotzdem minus Strom bei Nacht, aber nicht mehr ganz so schlimm minus Strom. Wir waren eben gerade mit 1K minus unterwegs die ganze Zeit. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel die Dinger da hinten verbrauchen, die Einheiten oder sowas, oder die Einheitenproduktion, aber alles werde ich jetzt erstmal kurz abgeklemmt. Damit brauchen wir mehr Strom für, um das uns leisten zu können. Und das hat es gerade richtig schnell hergesaugt. Baut sich wieder ein bisschen Strom auf. Soll das auf- und abgebaut werden hier, dieses komische Stück Mauer? Mal aufgebaut, ne? Okay. So, jetzt kommen hier wieder jede Menge Viecher. Thompson, Chaos, Vorsicht. Hat mich wieder ausgelöscht. Doch. Okay. Okay, den Griff konnten wir aber gut abwehren. Das ist mir elektrisch ganz gut gegangen. Nee, hier vorne in den Diensten haben wir gefüllt. Wer hat denn den wieder dahin gebaut? Was? Nee, den einen. So ein Parallax hier ganz vorne in dieses. Ah, den haben sie wahrscheinlich repariert, die Einheiten. Quatsch. Passiert andauernd. Ah. Weil der, dann halten die Flugzeuge hier vorne auf und die fliegen nicht durch bis zu den Zündern. Und das ist blöd. Das ist suboptimal. Um es jetzt mal so auszudrücken. Hier mal ein bisschen Reparatur reinbauen. Damit ich jeden Angriff gegen repariere, wie bekloppt. Gut, meine Herren. Ich würde sagen, die Folge hat jetzt wieder etwas erreicht, was man ein Ende nennt. Ein nervliches. Das auch vielleicht. Wir brauchen mehr Stromproduktion auf herkömmlichen Wege. Du willst jetzt Kohle darunter transportieren, sehe ich gerade, oder wie? Ja. Da. Und Wasser können wir theoretisch rauf. Ja, ja. Könnte man. Ja, das ist erstmal nicht verkehrt, die Idee. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind ein bisschen im Stress, deswegen merkt man, es wird wenig kommentiert, es wird wenig erzählt. Wir sind alle höchst konzentriert am Bauen. Damit wir das hier überstehen. Aber wir haben ja auch nur noch die Welle 44 und somit dann. Also, oder ist jetzt Welle 45? Das ist die letzte? Nee, ist die Welle 44. Und dann haben wir nur noch eine Welle zu überstehen und dann wäre es das. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss. Servus.